Servus zusammen. Dieses Video wird von meinem Partner G-Portal unterstützt und falls ihr einen Game-Server sucht oder einen Voice-Server, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken. Da habt ihr meinen Partnerlink drin, da könnt ihr 10% auf euren Wunsch-Server sparen und unterstützt mich dabei kostenlos. Aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Moin Leute, was geht? Hier ist eine weitere Folge Landluft. Hier beim Horst am Hof. Und dem muss ich leider auch noch was erzählen gleich. Aber vorher mal in ihm, Leute. Natürlich mal wieder was in eigener Sache. Denn, wie ihr wisst, wir suchen immer noch und immer gerne Leute. Am besten 18 Jahre alt. Bisschen Erfahrung im RP. Muss zwar nicht sein, aber ist auch top. Und vor allem vernünftiges Mikro. Weil Enrique will auch keiner sein. Was das Mikro angeht. Ja, wir haben jetzt hier gerade noch den Balken reingezimmert schon. Ich hatte halt nur den alten da im Wald liegen, aber sonst. Ich sag mal, ist besser wie das, was ich hier weggerabbelt habe. Ja. Aber ich glaube, dann kann ich ja so langsam wieder runterlassen da oben, oder? Die Stütze brauchen wir jetzt ja. Normal nicht mehr. Ja, ich gehe mal weg. Ich gehe ganz weit weg. Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass da irgendwas passiert. Hoffe ich auch nicht, aber kann ich auch mal weiß. Also ich hab's nicht mehr in der Hand, also. Ja, könnte passen. Könnte halten. Schieben, dann fahren wir den einfach mal wieder zurück. So, dann hast du dir jetzt mal erstmal ein Käffchen verdient. Aber du. Ja, ich muss dir aber was erzählen. Ach ja, dann holen wir uns auf jeden Fall einen Kaffee. Komm mit. Ja. Wenn das schon so anfängt, dann kann das ja gar nichts Gutes sein. Was heißt Gutes? Machst du einen Schluck Milch oder machst du ohne? Ich nehme ohne, aber ich nehme mit Honig. Okay, mach mal hier die Tür auf, da kommst du, kannst du gleich die zwei Tassen rausholen. Ja. Und ich hole mal kurz ein bisschen Milch und ein bisschen Honig. Den muss ich gleich aus dem Automaten rausnehmen, weil ich habe gerade nichts mehr. Stell ich uns einfach mal dahin. So, und dann bin ich ja gespannt, was du mir jetzt erzählen möchtest. Bitte lass mich ausreden, vor allem geh nicht auf mich los. Du musst mir was erzählen, dass ich nicht auf dich losgehen soll. Was hast du angestellt? In meiner Jugend ganz viel Scheiße. Ja, danke, das hat jeder. Aber warum soll ich wegen deiner Jugend auf mich losgehen? Weil ich wahrscheinlich daran mit schuld bin, dass Organisation Ost hier so gut eingebürgert war. Was bitte? Ja. Was zum Teufel hast du mit Organisation Ost zu tun? Das, ich sag mal so, ich habe die mitgegründet. Ist bei dir gerade alles noch da oder ist bei dir eine Schraube locker? Damals war bei mir noch alles da und gleichzeitig die Schraube locker, jetzt ist bei mir noch alles da. Du hast mir geholfen und mir gesagt, du kennst dich damit nicht aus. Und hast bloß ein bisschen recherchiert und derweil bist du da voll mit drin? Ich war. Und hast mich da mit voll mit ausgenommen mit der ganzen Nummer hier und mit. Gar nichts. Und wusstest, was hier los ist oder was? Ich habe generell mit dem Plan nichts zu tun gehabt. Ich wurde nur irgendwann dann mal von einem alten Freund von dort angerufen und da hieß nur, wir sollten nicht mehr schnüffeln, wir sollten gar nichts. Und da sage ich ja. Was willst du denn überhaupt? Wir sind 2 Millionen. Gut. Also habe ich ihm das da mehr oder weniger gesagt, wir machen die Rätsel, dann kriege ich seine 2 Millionen. Und als es dann so weit ging mit dem, wo wir uns verfolgt mit deinem Unimog, da habe ich ja telefoniert. Ja. Da habe ich mit ihm telefoniert. Ist das jetzt dein vollkommener Ernst? Ja. Du standest mit denen während der ganzen Aktion auch noch in Kontakt dann, oder was? Und hast mich dann trotzdem weiter Rätsel lösen lassen? Ich wollte uns damit schützen, dass der uns nicht umbringt, Mann. Ja, du wusstest doch schon, dass 2 Millionen sind. Warum sagst du da nichts? Und die geben den 2 Millionen und Arschlecken. Ja, wo sollte ich mir denn die 2 Millionen aus... Rippen schneiden. Hotel, Haus, alles beleihen, Hauptsache weg von den Idioten? Das hätte da hinten losgehen können, die ganze Aktion. Ist es ja, aber Alter. Weil er hat mich ja entführt. Ich habe ihn. Oder willst du, warte mal.
War die Entführung echt oder hast du da mitgespielt? Teils, teils. Was heißt dir teils, teils? Am Anfang war sie echt. Am Anfang war sie echt. Am Anfang? Am Anfang. Und warum nur am Anfang? War das einfach nur noch mitspielen, dass ich da rauskomme, dass sie alle gehen. Dass die alle... Was? Mhm. Erzähl weiter. Dass die alle weggehen. Dass ich hier mein Leben weiterleben kann, wie ich es mir aufbauen wollte, schon immer. Als ein Teil von Warum ich aus Amerika weg bin. Und du bist immer noch ein Teil von denen? Oder wie darf ich das verstehen? Mit dem letzten Auftrag hier, mit den Rätseln, bin ich dort ausgeschieden. Mhm. Und jetzt mal so eine... Was war da noch irgendwas für dich drin bei der ganzen Nummer, oder? Nein, eigentlich nicht. Dave, was heißt nein, eigentlich nicht? Also nicht, dass ich wüsste, sagen wir es mal so. Mhm. Ich weiß nicht, ob irgendwie mal was, irgendeine Falle mir irgendwo gestellt wird, mit irgendeiner Zahl und mit irgendwas, dass die mir noch auf den Leim gehen. Aber ich wüsste es jetzt nicht. Also das war keine so abgekartete Sache mit, ich mir mache Hälfte, Hälfte oder so Scherze? Nein, weiß Gott nicht. Das hätte ich gar nicht machen wollen und können. Also ist das jetzt nicht deine große Investitionsdrang? Hat nichts mit der ganzen Sache zu tun? Nein, ich habe dir doch gesagt, dass ich beim Detail war oder beim... Wie hieß der Vogel? Bei der Bank halt. Ich bin noch ruhig. Ja, ich merk's. Ich gehe aber am besten jetzt gleich nochmal 2 Schritte zurück. Und jetzt mal eine ganz andere Sache. Ja. Was hat dich jetzt dazu bewegt, mir das jetzt mitzuteilen? Vor allem, dass Ost 100%ig jetzt weg ist. Es mir erst jetzt zu sagen. Vor allem, dass Ost 100%ig jetzt weg ist. Kannst du das garantieren? Ja. Wie? Willst du das garantieren, wenn du mit denen nichts mehr zu tun hast? Die können ja jederzeit irgendwo rumschlawinern. Ich habe mit der Polizei zusammengearbeitet. Ich war mehr oder weniger auch eine Spitze. Macht das auch noch? Ja. Also kommen jetzt dann auch noch Ermittlungen auf uns zu, oder was? Auf uns nicht, nein. Es wurde der komplette Clan ausgehoben. Und es kommt keiner ums Eck von wegen dann, wir haben Geld gefunden und... Irgendeiner will das gefundene Geld wieder zurück oder so? Nein. Und die Polizei will auch nichts von uns? Nein. Und forscht auch nicht nach meinem Unimog oder so, Scherze? Das ist alles schon geregelt, dass das nicht passiert. Der Unimog ist... Oder ist... Sag mir jetzt ja nicht, dass ich den nicht an irgendeinen Käufer verkauft habe, sondern an die Polizei. Nein, hast du nicht. Alles gut. Laut Theorie, wenn ich soweit noch bei Ost richtig drin war, wurde das Gerät von Ost gekauft und wurde so umgeschrieben, dass du das Gerät niemals in Besitz hattest. Das heißt, die hat niemals einer gehört. Und das erklärst du jetzt meinen Fotos in meiner Wohnung? Als ich niemals einen Unimog hatte? Ja. Okay, ja, Fotos weg. Verstanden. Ja, musst du nicht. Das wird keine Sau nachsuchen. Also, wen genau. Ist das denn? Ich weiß gerade nicht mehr, was ich glauben soll. Ich habe gedacht, jetzt hätte ich mal Ruhe. Und jetzt kommst du mit der Hiobsbotschaft rum, dass du damit da... Was heißt denn Hiobsbotschaft? Das... Du weißt Hättest schon, du vielleicht mal so ein bisschen zugehört und mitgedacht, hätte dir das doch auffallen können. Ich bin jetzt mal ehrlich. Mich hat schon gewundert, warum du so viel weißt. Aber ich dachte eigentlich, das ist wirklich, du recherchierst hier, weißt auch um deinen Hof und alles mitgeht. Aber dass ich daran denken könnte, dass du mit denen unter einer Decke steckst und so Scherze. Die Recherchen habe ich selber gemacht. Das ist richtig. Wo hätte ich das bitte wissen sollen?
Wie gesagt, die Recherchen habe ich alles selber gemacht. Das ist weiterhin richtig. Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht, wie ich das verarbeiten soll. Das ist schon so ein Vertrauensding, wo ich mir gerade denke, einerseits ist es, gehört viel Vertrauen dazu, mir das zu sagen. Jetzt auch, komm mir vor, schon hättest du mir eine gescheuert. Weiß Gott, aber es... Ich würde es lieben gerne. Ich tue es bloß nicht. Jetzt, kannst du dir vorstellen. Ich weiß nicht. Also... Ich sag mal ganz ehrlich. Wenn du mir nicht in so vielen Sachen hier wirklich den Arsch gerettet hättest... Auch mit der Verfolgungsjagd und so weiter, auch wenn du da mit drin steckst. Und es stimmt, dass du mit der Polizei zusammengearbeitet hast. Muss ja doch ein bisschen was Gutes in dir stecken. Und nicht bloß irgendwie... Ich bin ja eigentlich mehr oder weniger als Ermittler hierher gekommen von der Polizei. Das muss ich dazu sagen. Ermittelst du noch für die Polizei? Nein. Das, Dann bin ich ja froh, dass ich dir nicht alles gezeigt habe. Die Grasmontage, die kenne ich schon. Hab ich keine getan. Hallo? Hast du in meinem Hof rumgeschnüffelt? Ja, auch. Ah ja, klar. Wusste ich in dem Fall. Nee, Spaß beiseite, aber du weißt, merkst du wirklich, dass ich das auch ein bisschen sacken lassen muss? Ich kann es mir vorstellen. Ich, aber, sag mir so. Wie gesagt, ich habe Respekt, aber... Es braucht, glaube ich, erstmal ein bisschen Zeit. Ich habe dahingehend mit der Arbeit mit der Polizei und den ganzen Ermittlungen alle meine Straftaten, die ich begangen habe, für die ich verurteilt wurde, aus meiner Akte löschen können. Also bist du quasi von Null aus weiße Weste jetzt? Genau. Aber du heißt schon Dave McCollum, oder? Ja, das heiße ich. Da stehe ich mit meinem Namen dafür, bei der Baum. Mhm. Ja, ich weiß, es ist kein guter Witz, aber es... Okay. Ja, lass mal sacken. Gut, okay. Ich hätte dir liebend gerne eine klatschen, aber... Nee. Du? Nein. Geh weg. Du alles, geh weg, geht. Sonst hau ich dir die Milchkanne um den Kopf. Ich glaube, ich gucke mir jetzt erstmal meine Tierchen an. Was hast du da gerade vor? Slalom-Parcours oder was? Ja, auch. Übrigens, das da. Ist Dave. Hab ich mir gedacht, die hat genauso dicken Bauch wie du. Ja, du mir auch. Sei froh, dass ich noch Witze machen kann. Aber trotzdem erstmal auch danke für... mich auch noch bei dem jetzt. Meine Güte. Ich verstehe auch nicht, was du gerade vorhast. Mich für den Balken zu bedanken. Ach so. Mann. Soll ich den mitnehmen oder? Die Frage ist, wo fährst du hin? Ich müsste nämlich eigentlich Tiere in die Stadt. Ausladen, dann und abhängen und dann zum Händler runter. Ja, ich müsste auch mal in die Stadt. Ja. Wenn du Platz hast und mich nicht töten möchtest. Töten sowieso nicht. Mhm. Was dann? Du weißt doch, was das für eigentlich kostet. Oh, ich hab's vergessen. Verdrängt und verdrängt auch noch. Ich nur du. Naja. Es hängt ziemlich viel dran. Ich sag mal ganz ehrlich, wenn wir nicht zusammenarbeiten würden und so Sachen, hätte ich dich heute vom Hof gejagt nach der Aktion. Ja, wahrscheinlich auch besser gewesen. Aber ich denke, es ist. Ja, wie soll ich denn das machen? Hallo, wir haben alle Geld ineinander investiert. Du ins Weingut, ich mit in die Felder. Was glaubst du? Also zumindest im ersten Moment hätte ich es auf jeden Fall verstanden. Ja, super. Ja. Ich denke aber ein bisschen weiter. Ich will mir hier was aufbauen. Und ich kann mir ja schlecht hier mit dem... Oh, fällt mir auch schon wieder schwer zu sagen. Dem größten Landwirt in der Nähe. Bis jetzt zumindest. Ich gerade sagen, du bist ein Landwirt, weißt du. Ja, zu verscherzen. Also, ich sag mal so, du hast ein riesen Landhotel, du hast eine Biogasanlage, du merkst selber, oder? Ja. Ist ja nicht nur, wenn das ja auch ein Feld gehört. Wem gehört ein Feld? Mir,
Oberhalb von meinem hat dir vorhin bei der Meier gesteckt. Was, dass ich dann Feld hab? Ja. Ja, die Parzelle 13 da oben. Bisschen? Weiß ich nicht, ja, kann gut sein. Ja, also da ist mal ist Meier auch auf mich zugekommen, hat gesagt, du, wie sieht denn das aus? Da wird gerade da oben was verkauft, ob ich Interesse hätte. Da habe ich nur gesagt, kommt mal erstmal auf den Preis drauf an und was für Verpflichtungen damit einhergehen. Und was fahren wir gleich weiter? Ja, ich habe jetzt nur gerade alles abgehängt und dann hier nur schnell reingeschubst. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, gut, dann nehme ich es halt mit. Gut, deswegen habe ich dich auch heute schon mal gefragt. Wegen Drescher und so. Weil da ist was angesehen auf dem Feld und das muss man natürlich auch ernten, so ist nicht. Naja, aber dann mach doch schon mal schön, wenn ich das so ehrlich bin, aber eine Aussage von dir heute hinfällig. Welche denn? Dass du keine Feldflächen hast und dass der Drescher hundertprozentig nicht von dir sein kann. Also ich Feldflächen? Drescher? Warte. Ich habe noch kein Drescher. Vorne das grüne Gefährt. Welches meinst du? Den Drescher. Das große da. Alter, ja. Vater, was ist das für ein Ding? Ein Fendt. Wow. Ein Drescher. Das ist ja eine Maschine. Boah, die muss ich mir aber gleich mal anschauen. Wahrscheinlich hast du jetzt auch keine Schlüssel dafür. Was, Schlüssel? Nein. Ich wollte eigentlich ins Krankenhaus. Was? Ich musste einfach zur Vorsorge ins Krankenhaus rüber. Deswegen bin ich eigentlich mit dir runter. Aha. Und ich wichse im Drescher, also jetzt weiß ich doch auch nicht. Also, dann brauchst du länger oder so, weil ich geh mal kurz rüber. Ich komme jetzt zweimal hier runtergefahren, also es dauert ein Stückchen, ja. Nö, das passt, ist in Ordnung. Ich geh jetzt erstmal kurz rüber. Ja, aber danke fürs Mitnehmen. Jo. Lolololololo. Eieiei, ich sag euch. Sag mal ganz ehrlich, die Geschichte jetzt von Dave, die hat mich jetzt schon ein bisschen fertig gemacht. Aber ich bin auch ein bisschen entsetzt, muss ich auch zugeben. Da? Muss ja eigentlich gar nicht. Jetzt kann ich nur aus. Klar wollte ich unseren Drescher holen. Aber ich sag mal ganz ehrlich, der hat mir jetzt so Brocken geschmissen. Wo soll ich dem alles wieder auf dem Silbertablett servieren? Geht's eigentlich noch? Aber komm, wir laufen mal wieder ganz langsam zurück. Was soll ich denn hier? Ich muss da wirklich ins Krankenhaus. Aber es war passend, dass es ja eigentlich hier ist. Wurde ja auch ein bisschen renoviert. Jetzt muss ich mal aufpassen, ob er weg ist. Na klar, er kriegt sowieso früher oder später mit, aber mal ganz ehrlich, ich muss ihm nicht alles gleich auf die Nase binden. Scheiße, jetzt steht dieses Ding da im Weg. Schneidwerk müsste ich auf der anderen Seite aufladen. Meine Güte. Aber es ist gut, dass mir der Händler die Schlüssel nämlich schon zu den Reifen gelegt hat. Das hat er nämlich gar nicht gesehen. Mein Meister Dave. Und dann muss ich jetzt erstmal gucken, wie wir hier rauskommen mit der ganzen Nummer. Boah, das ist wieder so ein Ding. Nee. Ja gut, dass die Dinger so wendig sind. Aber wir jetzt auch mal hier ein bisschen eine Kurve machen. Boah, ja, genau. Sag noch. Ist wendig. Warte mal, ich muss hier doch irgendwie ein bisschen an die Seite eiern. So, und dann schauen wir jetzt mal ganz kurz. Da ist Dave. Horst! Horst! Hier bleiben! Dave, was machst du hier schon wieder?
Warte, ich helfe gerade einem Händler, der hat mich gerade gefragt, ob ich ihm kurz helfe. Das kannst du mir nicht vorstellen. Lass mich mal. Aber! Gehst du raus? Da ist der Fall zu lief. Da steht Horst Berger. Also, ja, bitte denk. Nicht eigentlich verarschen? Nö. Ich dachte nur, du hast mir heute Obermann erzählt. Jetzt bin ich auch mal so. Das wäre ein Maschinenschein. Ja. Hey. Aber wir haben ja heute jetzt ja gerade Tag der offenen Tür, beziehungsweise Tag der offenen Gespräche. Da muss ich mit dir gerade mal noch mal ein Wörtchen reden. Dann kannst du das vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen. Also kommen Sie mal raus da. Was da? Hey. Komm voran, ich häng dir auch an. Soll ich dir mal was sagen? Hey, bleib da, ich stelle mich hier drauf. Bleibst du mal jetzt da? Nein, du bleibst jetzt mal kurz hier stehen. Du wirst gleich mal verstehen, warum. Nur belogen wird man hier. Stopp. Weißt du, warum ich das zu dir gesagt habe? Nee, weiß ich nicht. Sonst kannst du dich allein... Tag. Nein, kannst du dich an ein Telefonat von heute erinnern? Ich kann mich an kein Telefonat erinnern, nein. Natürlich kann ich mich an ein Telefonat mit dir erinnern. Ja, auch an das, wo du mit dem Herrn Petersen geredet hast? Ja. Kannst du dich da erinnern, was du am Ende zum Herrn Petersen gesagt hast? Dass ich euch wieder mal gegeneinander ausspielen will, natürlich. Ja. Ihr habt ja auch gegen, weil du hast ja auch gegen mich und Herr Peters versucht hast, so wie ich das gehört habe. Gegen mich und Herrn Meier. Wie bitte? Also, ja, das wurde mir vom Herrn Meier und vom Herrn Peters so zugetragen. Was habe ich denn da gesagt, Herr, der Herr McHolden? Also, mir wurde von Herrn Meier gesagt, ja, also der Herr Berger hat zu mir gesagt, also mir könnte man kein Feld anvertrauen, kein gar nichts, weil mir würde gar nichts laufen. Bitte? Ja. Und vom Herrn Pedersen kam fast das Gleiche. Ah, mit der Aussage, nur mit der Aussage, dass ich generell der Kleinste hier wäre und generell gar nichts kann. Ja. Deswegen finde ich dieses ganze Lügengeschiss hier einfach nur satt. Ich gehe einfach. Ah. Ich verkaufe die ganze Scheiße und gehe. Aha. Das geht mir auf den Senkel, das hier. Das finde ich ein bisschen interessant, wie das gerade läuft. Auf jeden Fall kann ich dir eins sagen, Dave. Dave? Auch wenn du es nicht hörst, ist mir egal. Ich habe nichts dergleichen gesagt. Aber... Okay. Ich sag mal so, wie habe ich das heute schon mal gesagt? Was kam in dem Gespräch oder in dem Zettelstand drin? Sei vorsichtig. Und auch die Beichte von Dave ist auch so eine Nummer. Einerseits lobenswert, aber jetzt das wieder, weil ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Herr Petersen sowas erzählt und Herrn Meier. Traue ich das eigentlich auch nicht zu. Also entweder ist es hier wirklich wieder so ein Ding, wo ich mir aber echt noch nicht zusammenreimen kann, warum oder was Dave davon haben sollte, um es hier schlecht zu machen. Und im Endeffekt, wir haben ja eigentlich so nichts gegeneinander gehabt, zumindest ist das so meine Einschätzung bis jetzt. Und, oh, das ist aber eine enge Kiste hier. Oh, 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 die Leitplanke. Okay. Vielleicht hätte ich da doch was anmelden sollen mit dem breiten Teil, aber solange jetzt kommt, ist gut. Aber das nimmt schon wieder eine ganz komische Kiste auf. Und ich weiß jetzt nicht nach der ganzen Nummer, ob ich Dave überhaupt noch trauen kann oder nicht. Und nachdem er jetzt diese Sachen rausgehauen hat und dann gleich so eingeschnappt weggedüst ist, bestärkt mich das auch ein bisschen. Ich werde auf jeden Fall Herrn Petersen jetzt nochmal drauf anhauen, weil wir werden mal ganz kurz beim Petersen vorbeifahren und ihm auch den neuen Drescher zeigen.
Und dann werde ich da auch mal mit Herrn Petersen drüber reden, weil ich glaube kaum, dass der Herr Petersen so einen Kommentar losgelassen hat. Glaube ich einfach nicht. Aber mich würde jetzt auch nicht wundern, wenn der Kollege Schnürschuh hier zum Petersen hochgefahren ist, aber ist er ja auch nicht, zum Glück. Aber gut. Vielleicht ist so ein bisschen Abstand gar nicht schlecht zwischen uns. Nur wenn der jetzt da wirklich so durchdreht, ist natürlich die Sache, was passiert mit der ganzen Nummer hier mit unseren geteilten Feldern. Naja, wir werden mal abwarten und auch den Kredit, wo er uns gegeben hat. Nicht, dass er da dann auch ums Eck rumkommt und sagt, was er uns letztes Mal ja erlassen hat für die ganze Nummer. Hier, wo ich jetzt eigentlich mittlerweile sagen muss, finde ich auch jetzt fair. Für das, dass er da mit drin gesteckt ist. Und ich glaube ihm halt auch nicht so wirklich, dass er damit nichts zu tun hat und damit nichts rausgeschlagen hat. Weil, dass er die ganze Summe, er ist auch mit nichts gekommen, hatte nur das Gebäude. Ja klar, er hat einen Grundwert, aber dass der dann so einen Kredit kriegt, was er da gerade alles investieren will, das sind ja Millionen. Also, ich weiß nicht so genau. Da sollten wir auf jeden Fall echt mal ein bisschen die Augen und Ohren offen haben. Was da so passiert. Aber jetzt schauen wir erstmal schnell zum Herrn Petersen. Moin, Petersen! Ja, wunderschön. Ich hab dir uns mal was mitgebracht. Ja, Moment, ich stell mal da mal in Wasserde. Ja. Ich hab doch gesagt, ich investier da mal. Ja, ich habe auch noch ein bisschen investiert. Okay, in Seemaschine? Ja. Oh, was ist denn geworden? Pöttinger. Also, da oben hinter dem Steuer steht was. Ich gehe mal kurz gucken. Neugierig. Oh. Das ist Direktzahl. Also man muss nicht grubbern. Kann man. Das ist ein schickes Ding. Mit Direktdüngung. Ja. Und ein bisschen Saatgutdünger habe ich noch geholt. Ja, ich hätte auch noch zwei Saatgutpaletten zu Hause stehen. Die habe ich ja, bei mir in der Scheune gefunden. Ich habe jetzt vom Händler. Ich habe jetzt vom Händler jeweils 1000 Liter also mit dazu gekriegt zur Seemaschine. Also Saatgut und Dünger und habe dann halt. Ja, das, was da unten auf dem Anhänger steht oder was ich da gerade schon untergesammelt habe, das noch dazu. Ja, nicht schlecht. Wie gesagt, wenn hier so Kosten entstehen oder was, dann einfach auch mal, können wir uns ja aufteilen oder je nachdem, oder wenn man was braucht, ja, dass wir da immer so einen gleichen Nenner kriegen. Ja, irgendwas finden wir da sicherlich schon. Und Herr Petersen, wir hatten doch hier schon letztes Mal das Gespräch mit dem Herrn McHoland, wo er sie da ja von mir gewarnt hat. Ja, ich hatte jetzt letztes... Moment. Ja. Das funktioniert auch in andere Richtungen. Ist gut. Ja, weil ich hatte die Warnung nämlich jetzt auch über sie. Ich hab's gedacht. Und ich hatte gerade noch eine viel nettere Begegnung am Händler mit dem McHoland. Nachdem er ja bei mir im Hof war, hat er mir aber bestimmte Vorkommnisse, was so in letzter Zeit passiert sind, ein paar Sachen gebeichtet. Dass er da was mit zu tun hat und so.
aber ja doch eigentlich ja eher für mich da das gemacht hat, so auf die Art und Weise. Und nachdem ich mir nicht gesagt habe, dass der Drescher für mich ist, nachdem er gefragt hat, war er jetzt eher angefressen und hat mich eher beschuldigt, ich hätte ihn im Dorf ausgerichtet. Er ist ja eh der kleinste Landwirt hier und kann nichts und so weiter. Das hat er vom Herrn Meier gehört und vom Herrn Petersen, wo ich mir dachte, das glaube ich zwar überhaupt nicht. Und irgendwie ist das schon ein bisschen kurios gerade, was da mit dem Herrn McHoland abrennt. Ja, ist klar, ich bin gerade ein paar Tage hier. Also ja, so eben. Weil ich sag mal ganz ehrlich, wann hätten wir uns unterhalten sollen? Wir haben uns heute gesehen, zum zweiten Mal. Ja. Und wir haben uns bei der Fahrzeugversteigerung gesehen. Richtig. Das war's. Wann hätten wir denn da bitte reden sollen? Der war doch immer dabei eigentlich, bis auf heute Morgen oder jetzt. Nee, also ich weiß nicht, was da gerade abgeht. Er ist bloß noch mit den Worten abgehauen, es ist ihm scheißegal, die ganze Lügending, er verkauft alles und dann war er weg. Und ich dachte bloß, okay, ich bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ja, ich allerdings auch. Und dann hat er mir noch vorgeworfen, von wegen, kein Drescher. Ja gut, das war vielleicht auch so eine Nummer. Ja, gut, da hat er jetzt nicht so viel Unrecht. Ja, gebe ich ja zu. weil ich dachte mir, er hat mich ja runtergefahren. Habe ich gesagt, ich muss mal kurz zur Vorsorge ins Krankenhaus. Ja. Und dann habe ich mir den Drescher gestoppt und habe nicht damit gerechnet, dass der gleich wieder zurückkommt. Und dann, ja. Ja gut, das ist schon mal eine Sache. Okay, da hat er recht. Und dann hat er mir noch vorgeworfen, ich hätte ein neues Feld über ihm erworben. Hätte ihm wohl auch der Herr Meier gesteckt. Gut, hat er auch nicht so Unrecht, habe ich ja auch. Ja gut, ich auch. Aber das fand er nicht so witzig irgendwie. Ja, ich habe hier vorne die Straße quasi runter. Ja, also da, wo der Baum drauf liegt. Und dann hat er ja hier so sein Feld, was direkt bei mir an den Hof grenzt. Mhm. Und dann kommt ja eine Wiese. Ja. Ja, die Wiese ist jetzt auch. Oh, hast du jetzt alles da so gekriegt, was du wolltest? Ja, also ich habe das eine Feld, habe ich nicht gekauft, was ich eigentlich haben wollte. Ich habe mir da ein anderes rausgesucht. Aber gut, wenn es eine gute Alternative ist, warum nicht? Ja, ist ein bisschen kleiner, ist dafür natürlich aber auch ein bisschen günstiger gewesen. Das stimmt, ja. Jetzt mal so eine Frage am Rande. Soll ich den Fendt eigentlich erstmal da lassen? Für dein ziemlich erntereifes Fältchen? Oder wie willst du es machen? Reif sein? Ja, deswegen frage ich gerade, weil es wäre ja schwachsinnig, wenn ich wieder zurückfahre und wieder herkomme. Ja, ich sag mal so, die Frage ist halt, weil ist ja ein Zaun umzu. Da komme ich doch bestimmt irgendwo durch. Oh ja. Ja, also ich glaube, ich komme mit der Maschine durch. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob mein Schneidwerk so hoch kann. Und ja, gut, also ich könnte so quasi reinfahren und ein bisschen was kaputt machen. Aber ja, ich meine, man könnte probieren, wenn man das Schneidwerk eventuell hier vorlegt. Ich habe ja einen Radlader, ob man das Schneidwerk damit da drüber gehoben kriegt. Ja, das könnte man allerdings probieren. Weil ich glaube, die mit der Maschine kommen auf jeden Fall durch. Ja, das dürfte nicht so das Problem werden. Da müsste ich vielleicht den einen Anhänger hier ein bisschen beiseite, aber das wäre ja nicht das Problem. Nö, aber dann würde ich fast sagen, dann probieren wir das doch einfach beim nächsten Mal. Und ihr merkt schon, meine lieben Zuschauer, das war das Stichwort. Jetzt sind wir für heute am Ende. Wie es hier weitergeht, ihr habt gemerkt, das ist ein bisschen turbulent. Auch was mit Dave gerade los ist. Aber das werdet ihr in den nächsten Folgen erfahren. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.